Der Future Talk macht eine kurze Sommerpause. Ende August sind wir mit neuen Episoden zurück. Bis dahin präsentieren wir euch aber Highlights ausgewählter Episoden im wöchentlichen Rhythmus. Ein Gespräch drehte sich um das Managen von virtuellen Teams. Das Thema hat an Aktualität in den letzten Monaten ja noch zugenommen, bedingt vor allem durch den Lockdown und der Tatsache, dass das Arbeiten aus dem Homeoffice für viele fast schon normal geworden ist. Und damit stellen sich viele neue Fragen. Wie führt man erfolgreich virtuelle Teams? Wie kann man die Kommunikation effizienter gestalten? Welche Fehler werden häufig gemacht und wie kann man sie verhindern? Oder wie muss ich den Rekrutierungsprozess ändern, wenn ich Mitarbeitende suche, die vor allen Dingen virtuell arbeiten? Im letzten Jahr konnte ich, ohne dass wir damals wussten, was auf uns zukommt, mit einem absoluten Experten über genau dieses Thema sprechen. Ich sprach mit Beat Bühlmann, Autor, Speaker, Experte rund um das Thema virtuelles Teammanagement. Viel Spaß beim Gespräch. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Ich grüße euch heute aus Zürich, genauer gesagt aus einem sehr gemütlichen Coworking-Office am Tessiner Platz, wo es auch einen hervorragenden Cappuccino gibt. Und mir gegenüber sitzt Beat Bühlmann. Beat, willkommen zum Future Talk Podcast. Hallo, freut mich sehr. Beat, das Thema unseres Gesprächs ist im weitesten Sinne der Berufsalltag und wie sich dieser derzeit sehr stark ändert, insbesondere wie, wo und wann wir arbeiten. Mhm. Und im Detail werden wir über die Konsequenzen daraus sprechen, insbesondere was die Teamarbeit angeht. Zum Beispiel das Arbeiten verstärkt in virtuellen Teams, ja eines deiner Spezialgebiete. Aber lass uns doch kurz noch ein bisschen die Research-Seite zu dem Thema ansehen. In den letzten 2 bis 3 Jahren gab es einige Studien in der Schweiz und in Deutschland, die aufgezeigt haben, wie denn Berufstätige in Zukunft sehr gerne arbeiten möchten und wie auch Unternehmen sich darauf einzustellen haben. Und hierbei gibt es einige klare Trends. Zum Beispiel bevorzugen immer mehr Menschen nicht traditionelle Arbeitsmodelle, also zum Beispiel verstärkt Teilzeit zu arbeiten, Freelancing, Selbstständigkeit oder Portfoliokarriere, also mehr als nur einen Job zu haben. Und immer weniger wollen jeden Tag im traditionellen Büro zu festgeschriebenen Zeiten arbeiten, also Stichwort Homeoffice und Flexworking. Wie nimmst du denn diese Entwicklung wahr, beziehungsweise wie siehst du diese Themen in deinen aktuellen Tätigkeiten? Ja, also das kann ich natürlich auch vollkommen bestätigen. Es macht oft auch Sinn, wenn man zum Beispiel sieht, die Hochschule Luzern ist jetzt mit der Informatikabteilung von Luzern nach Rotkreuz umgezogen. Und dort war wirklich das absolute Chaos am Bahnhof. Dass so ein großer Bahnhof und so viel Business ist inzwischen in Rotkreuz und jetzt noch all diese Studenten und alle kommen in den gleichen 30 Minuten, das führte wirklich zum Kollaps, oder? Und jetzt hat die Schule gesagt, ja, wir fangen einfach später an, oder? Und das ist halt so, man muss etwas flexibler sein und das ist jetzt eine Möglichkeit, oder? Dass nicht alle um 8 Uhr oder 8.30 Uhr anfangen, sondern vielleicht halt eine Stunde später. Das gibt schon eine mögliche Entlastung, aber natürlich halt auch die Vereinbarkeit von Familie, Job und Hobbys kann man sehr viel Arbeitgeberattraktivität erreichen, wenn man da gewisse Flexibilität bietet. Oder? Natürlich muss die Arbeit trotzdem gemacht werden. Also Homeoffice am Freitag heißt nicht ein verlängertes Wochenende, aber es kann natürlich, wenn es gut geführt ist, gut gemanagt ist und wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, die Leute mit dem richtigen Mindset einstellen, dann kann man das sehr gut durchziehen. Genau, also ein Trend, den du auch in deinen Tätigkeiten entsprechend siehst. Mhm. Jetzt hat ja die Tatsache, dass immer mehr Leute zum Beispiel Teilzeit nur noch arbeiten oder eben flexibler arbeiten, natürlich große Auswirkungen auf die Teams. Mhm. Aktuelles Beispiel bei uns im Haus, 5-Mann-Team, wo 2 Leute oder Mann- und Frauenteam, wo 2 Leute Teilzeit arbeiten und auch Homeoffice noch erlaubt ist, gibt es kaum noch Tage, wo zum Beispiel alle im Büro sind. Das ist eine Herausforderung. Absolut. Und wir bewegen uns mehr und mehr hin, zunehmend in sogenannten virtuellen Teams zu arbeiten. Und du befasst dich ja seit vielen Jahren sehr intensiv mit diesem Thema. Du hast deine Dissertation damals darüber verfasst, Bücher veröffentlicht, du unterrichtest an Universitäten darüber. Und du hast auch in deiner Karriere schon virtuelle Teams geführt. Kannst du vielleicht unseren Hörern zuerst mal kurz erklären, was virtuelle Teams genau sind und vor allen Dingen, ab wann man eigentlich von virtuellen Teams spricht?
Das ist eine gute Frage, vor allem, weil sie eben nicht klar ist. Es ist nicht wie Mathematik, 1 plus 1 gleich 2, sondern es ist wie ein Kontinuum, so wie ein Schieber, sage ich mal. Es gibt nicht virtuell und dann etwas mehr, noch mehr, mittel, sehr viel und dann komplett. Und da gibt es verschiedene Dimensionen. Natürlich, was einem sofort in den Sinn kommt, ist die geografische Distanz. Also ich bin in Zürich, jemand anders ist in Bern, jemand anders ist in Genf, da sieht man sich nicht jeden Tag. Es gibt aber noch mehrere Dimensionen wie andere Zeitzonen. Das macht es dann noch virtueller, noch komplexer. Andere Sprachen, andere Kulturen, andere Religionen. Es wird dann einfach immer schwieriger, zum Beispiel ein Teammeeting zu machen. Auch eine Videokonferenz. Wenn man da nicht schaut, was ein guter Moment ist, gibt es sehr schnell Konflikte. Zum Beispiel, wenn jemand aus dem Nahen Osten zu einer gewissen Zeit beten muss und du genau dann ein Meeting machst, was dir in Zürich jetzt so gut passt um 9 Uhr, oder? Dann hast du dann nachher Spannungen in deinem Team. Also die Virtualität ist sehr, sehr komplex und hat einfach verschiedene Dimensionen. Dann noch verschiedene Sprachen, da kommt die ganze Kommunikationsschiene dann noch dazu. Dann noch die verschiedenen Gesetze, verschiedenen Ländern oder Kontinenten gibt es andere Gesetze und das macht das virtuelle Team dann einfach noch komplexer, als es nur schon aufgrund der Kommunikation ist. Kann man auch schon von virtuellen Teams sprechen, die im Büro verteilt sind? Weil gerade in Zeiten, wo Open Space Offices immer beliebter werden, eben die Teams nicht mehr unbedingt im gleichen Zimmer sitzen, sondern wirklich verteilt sind. Ist das auch schon eine gewisse Art von virtuellen Teams? Absolut. Also es kann sein, ich bin im ersten Stock, du bist im zweiten Stock. Das ist schon a first degree of virtuality, also schon eine erste Stufe von Virtualität, weil es gibt dann diesen Floor Talk nicht. Ich kann nicht schnell auf dem Gang, ach du Michael, ich wollte dir noch das sagen. Da muss ich schon einen Effort machen, nach oben oder nach unten zu gehen. Und dann geht's weiter, wir sind in der gleichen Stadt, aber in einem anderen Gebäude wird diese Schwelle schon etwas größer. Also die Virtualität fängt sehr schnell an, viel schneller, als man eigentlich denkt. Du hast eben schon einige gute Beispiele genannt, wo es ja Schwierigkeiten geben könnte. Was sind denn so die größten Fallstricke für virtuelle Teams und wie kann man die eigentlich vermeiden? Also wenn ich jetzt wirklich merke, mehr und mehr mein Team wird verstreut, geografisch und auch noch vielleicht zeitlich auch. Was sind so die großen Gefahren und wie kann ich die eigentlich vermeiden? Ja, die Hauptherausforderung ist interessanterweise wie bei normalen Teams, also nicht virtuellen Teams, die Kommunikation. Es ist ja oft schon in lokalen Teams schwierig oder es gibt Missverständnisse. In virtuellen Teams wird es dann einfach noch schwieriger, weil dort habe ich oft keine Body Language. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand das wirklich so meint, wie er es gesagt hat. Ich kann am Telefon oder in E-Mail kann ich ja schreiben, aber wenn ich die Körpersprache lesen könnte, würde ich merken, er ist eigentlich nicht dafür oder ist eigentlich dagegen. Und alle diese nonverbale Kommunikation fehlt. Das ist schon mal ein großes Minus, macht es halt einfach schwerer. Mit Videokonferenz hilft's ein bisschen, aber wenn es dann nur über das Telefon oder E-Mail oder Chat ist, dann fehlt diese Dimension. Und man hat einfach aufgrund der Tatsache, dass man sich nicht sieht direkt und nicht vis-à-vis voneinander ist, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen. Und das ist etwas, was dann auch ermüdend ist. Dann sagt dann jemand, ah, ich dachte, du meintest das. Nein, ich habe es das so geschrieben. Ja, aber ich habe es anders interpretiert. Das gibt dann eben diese langen E-Mails, die hin und her gehen, 20 Mal. Und noch schwieriger ist es, wenn man in verschiedenen Zeitzonen sind. Oder wenn ich dann jetzt etwas schicke und der andere ist in Kalifornien, 9 Stunden nach mir, dann verliere ich einen ganzen Tag, bis ich ein Missverständnis klären kann. Also es kann sehr schnell die ganze Produktivität ruinieren, wenn man nicht die Kommunikation im Griff hat. Das muss man schon bei normalen Teams machen, aber umso mehr bei virtuellen Teams. Und darum empfehle ich immer diese Virtual Team Driver's License, diese Communication Driver's License, dass man sich einigt im Team, wann macht man was per E-Mail und wann nicht, wann wechselt man den Kanal von E-Mail auf Chat oder auf Telefon, was ist wichtig, was ist dringend, einfach wie nutzt man diese Kanäle. Und da haben die meisten Teams keine Regelung, da macht jeder, was er will. Und die Analogie ist im Prinzip unser Straßenverkehr. Dort muss jeder, der Auto fahren will, eine Autoprüfung bestehen. Die ist intellektuell nicht wahnsinnig schwierig, aber man muss es trotzdem machen.
Und wenn man es eben nicht macht oder nicht machen würde, hätte man einen Riesenchaos. Stell mal vor, du entscheidest jetzt, ich, Michael, ich fahre links, weil mir tut das gut, oder? Und 100 machen so und 100 andere, das gäbe einen Riesenchaos, bis hin zu wirklich Bürgerkrieg, weil die Lieferung in den Supermarkt würde nicht mehr durchkommen, es wäre ein totales Chaos. Und nur diese Einigung, hier fährt man rechts, ermöglicht schon sehr viel vom ganzen Transportwesen. Und die gleichen einfachen Sachen müsste man eigentlich in der Teamkommunikation regeln. Wie macht man Meetings? Wo ist die Agenda? Wer macht Notizen? Hat man zu viele Meetings? Wann muss man E-Mails lesen und beantworten? Viele Leute wissen es nicht und denken, jetzt hat der Chef um 9 Uhr abends eine E-Mail geschickt. Ist besser, dass ich das noch schnell beantworte, dann stehe ich beim Endjahresgespräch etwas besser da und es gibt mehr Lohnerhöhung und alle diese unausgesprochenen Ängste oder Drücke, die manifestieren sich dann in so komischen Verhalten, wie zum Beispiel, dass Leute oft am Freitagabend um 10 Uhr noch 2-3 E-Mails schicken, weil das beim Chef dann Eindruck schinden könnte, oder? Und alle diese Sachen muss man regeln. Ich habe das in meinem letzten Team auch mit dem Team zusammen geregelt. Und da musste niemand nach 6 Uhr E-Mails lesen oder beantworten. Weil das kann ja gar nicht dringend sein. Beispiel Feuerwehr. Wenn das Haus brennt, schickst du der Feuerwehr eine E-Mail? Wahrscheinlich nicht. Sicherlich nicht, ja. Da gibt's gute Gründe dafür, oder? Und wir haben halt bei uns, bei meinen 3 Jahren bei Evernote EMEA, mit dem Team geklärt, was geht via E-Mail und was nicht. Und was geht via Chat oder Textmessage oder was auch immer. Und so wusste jeder, okay, E-Mail am Abend muss ich nicht anschauen. Ich darf, wenn ich will. Wenn das zu meinem Lebensstil passt und ich noch Energie habe und etwas vorarbeiten möchte für morgen, kann ich das machen, aber ich muss nicht und es gibt keine Credits. Aber summa summarum, die Kommunikation ist in den meisten Firmen nicht geregelt. Jeder benutzt die verschiedenen Tools, E-Mail, Chat, Facebook, Datenablage, wie er will. Die Leute schicken sich heute noch Files herum, was Versionskonflikt kreiert, noch und nöcher. Präsentation Version 1, 2, 3, dann Final, Final 1, Final 2, kennt ihr sicher bei euch auch. Und dann weiß man nie, ob man die richtige Version hat. Alle diese Sachen sind seit über 10 Jahren eigentlich gelöst, oder? Nur, man hat sich als Firma halt nie hingesetzt und einmal eine Stunde überlegt, wie wollen wir unsere Kommunikation und Datenablage regeln. Aber das würde nachher so viel Produktivität zurückgeben und so viele Missverständnisse verhindern. Und das habe ich an meinem Paper The Triple Overload and What to Do About It zusammengefasst. Genau, das werden wir noch in die Shownotes verlinken. Also wirklich relativ klare Anweisung, klares Regelbuch, einen Führerschein, Führerausweis, wie du ihn nennst, aufstellen, der nicht nur regelt, welche Kanäle ich bei welchen Arten von Tätigkeiten idealerweise nutze, sondern auch wie und gewisse Vorgaben macht, damit man Konfliktpotenzial reduziert. Genau. Und dann noch kommt die Ebene hinzu bei virtuellen Teams, gerade in anderen Ländern, Regionen, dass ich wirklich auf die lokale Situation noch entsprechend Rücksicht nehme. Du hast das Thema Religion angesprochen, aber das sind natürlich auch Uhrzeiten etc., je nachdem, was hier mit reinspielt. Genau. Auch Infrastruktur ist oft so ein Thema, was Leute in virtuellen Teams vergessen. Oft ist es ja so, dass der Teamleader eines virtuellen Teams im größten Office ist, zum Beispiel im Hauptsitz. Mhm. Und die haben alles. Die haben Kantine, Cafeteria, mehrere Drucker, die haben IT, die haben alles, oder? Und sind noch am schönen Ort und haben noch Geschäfte rundherum, das ist perfekt, oder? Und dann kommt es oft vor, dass ein Teamleader sagt, okay, so in einem virtuellen Teammeeting, wir machen jetzt schnell 5 Minuten Pause, kann jeder ein Sandwich kaufen und machen wir weiter. Ja, ja, wenn ich irgendwo in einem Satellite Office bin und 200 Meter runter mir rum ist einfach nichts oder ich habe keine Kantine und so, dann kann ich das einfach nicht, oder? Darum empfehle ich jedem Virtual Team Member, dass er seinem Vorgesetzten einfach mit dem Laptop herumgehen, mit der Webcam, einmal zeigt, wie eigentlich sein Office aussieht. Weil fälschlicherweise gehen die Leute immer davon aus, vor allem die im Hauptsitz, dass alle anderen das Gleiche haben. Ja. Und das ist einfach oft in den Filialen nicht so. Und das führt dann zu unausgesprochener Unzufriedenheit. Die Leute sagen, ja, mein Chef, der versteht mich nicht, wie soll ich in 5 Minuten ein Sandwich kaufen gehen, oder? Dabei weißt du gar nicht, dass du gar keine Infrastruktur hast vor Ort. Also genau, solche richtig. Basics muss man einfach machen. Jetzt kann man natürlich vieles festlegen in Regelbücher, Anweisungen etc. Aber wir haben es natürlich immer noch mit Menschen zu tun. Mhm.
Was sind denn so die Fähigkeiten, die Mitarbeitende brauchen in virtuellen Teams? Gibt es hier irgendwelche Fähigkeiten, die noch wichtiger sind, wie wenn ich im klassischen Büroumfeld mit meinen Leuten zusammenarbeite? Das ist ein guter Input, was auch uns dann zum Hiring noch bringt nachher. Wie stelle ich Leute ein, die in einem virtuellen Team sind? Und hier hat sich einfach gezeigt, natürlich braucht man die fachlichen Fähigkeiten. Buchhalter, Programmierer, Marketing. Das ist das eine, das muss man mitbringen. Aber es braucht dann noch diese Portion Virtual Team Skillset, nenne ich das jeweils. Weil ich eben meinen Chef nicht schnell fragen kann, Kopf drehen, was brauchst du? Okay, danke. Das habe ich halt alles nicht. Müssen die Leute einfach etwas in der Regel reifer und vorausschauender sein. Das heißt, ich habe jetzt mein Team-Meeting, mein virtuelles Team-Meeting, diese Videokonferenz. Und wenn ich dort etwas nicht kläre, muss ich wieder eine Woche warten zum Beispiel. Weil dann die einen gehen schlafen, die anderen fahren zur Arbeit in einem globalen virtuellen Team. Also muss ich viel besser vorbereitet sein. Die Leute müssen viel mehr vorausschauend denken, weil dann, wenn sie mal die Leute zusammen haben, dann ist der Hotspot, dann müssen sie alles klären, weil sonst verlieren sie wieder viele, viele Tage. Also viel vorausschauender muss man sein. Also die Vorbereitung ist noch wichtiger als sonst beim Meeting. Weil man kann dann nicht nach dem Meeting sagen, du Hannes, was muss ich jetzt eigentlich tun? Ich habe da nicht ganz aufgepasst, das geht da nicht, weil der andere ist dann im Bett, ein anderer fährt zur Arbeit in Kalifornien. Da ist wirklich diese Konzentration auf diese Zeit, die man zusammen hat, das Team, ist enorm wichtig. Aber die Konzentration ist doch gerade im virtuellen Raum ja noch schwieriger, als wenn alle im gleichen Raum sitzen. Jein, also. Oder was ist deine Erfahrung? Also wenn man jetzt nur eine Skype-Konferenzen hat, ertappt man sich ja selber häufig, dass man vielleicht parallel noch etwas anderes macht. Oder? Genau, das ist dann halt immer, sind zu viele Leute im Meeting. Wenn Leute in Meetings sind und ich bin nur da aus politischen Gründen, habe aber nichts zu sagen und nichts zu fragen, dann macht man halt was anderes. Oder? Und darum ist es so, dass man lieber weniger Meeting und mit weniger Leuten, dafür hat jeder eine Aufgabe und ich gestalte die Meetings dann immer so, die virtuellen, dass jeder weiß, es kann jeder gefragt werden, wie er das sieht und es hat auch jeder einen Teil zu liefern. Einfach eine Stunde reinhören und dann gleich noch schnell auf LeShop die Sachen kaufen oder irgend sowas. Das macht keinen Sinn. Das merkt man dann, wenn jemand sagt, Michael, was meinst du? Und dann die genau. Antwort kommt, was war die Frage, oder? Ja, die geschickte Antwort ist, die Verbindung war gerade schlecht, bitte nochmal wiederholen. Genau, oder einfach so mute und so diese Sachen. Aber im Allgemeinen, also vorausschauender muss man sein, man muss konzentrierter sein und man muss wie ein Mini-Unternehmer sein. Man muss selber Sachen sehen. Ich kann nicht sagen, ja, ich weiß nicht, ob mein Chef jetzt das oder das will, ja, dann mach das, was am meisten Sinn macht für das Ziel der Firma, für den Endkunden und dann mach's und dann kannst du am nächsten Call mit deinem Chef dann sagen, wie du die Entscheidung getroffen hast und wenn's gut war, wunderbar und wenn man das andere hätte machen sollen, lieber etwas machen und man lernt was daraus, als dauernd nichts machen, weil das frustriert die Leute, das frustriert die Kunden, wenn man für die kleinsten Sachen sagen muss, ja, das muss ich zuerst meinen Chef fragen und mein Call mit ihm habe ich erst in 3 Tagen, dann denkt der Kunde, ja, mit wem habe ich es denn eigentlich zu tun? Oder? Also dieses Enablen von Leuten, dass sie Verantwortung übernehmen, natürlich in einem gewissen Rahmen, kann ich einen Vertrag unterschreiben für 5 Millionen über die nächsten 3 Jahre, also irgendwo hat dann auch mit der Unterschriftsberechtigung oder mit der Prokura zu tun, aber ich gebe den Leuten immer einen gewissen Rahmen, Job- und Level abhängig, in dem können sie selber entscheiden und dann im One-to-One einfach sagen, wenn sie eine Entscheidung gefällt haben, wie sie gefällt haben, warum, und so kann man das mit der Zeit ein bisschen feintunen. Das motiviert die Leute viel mehr, weil sonst hast du einfach Befehlsempfänger, die sagen, mein Chef hat mir kein Task gegeben, ich habe ab 3 Uhr nichts zu tun, jetzt muss ich warten, bis ich um 5 Uhr ausstempeln kann, das bringt dann auch nichts. Also die Selbstständigkeit, diese, wie das Mini-CEO oder Mini-Unternehmer denken, dass man die Arbeit sieht und selber etwas vorschlägt und nicht nur Tasks abarbeitet, sondern auch im nächsten Call mit dem Chef sagt, du, ich habe eine Idee, man könnte das statt in 5 Schritten in 4 Schritten machen, wenn wir es so umgestalten würden. Diese Seniorität und diese Reife, sag ich mal, die ist in virtuellen Teams enorm wichtig, weil man halt nicht permanent sieht, was der andere macht und Instant Coaching oder Instant Feedback geben kann. Und wenn das fehlt, dann ist ganz schwierig. Jetzt behaupte ich mal, du kannst mich aber hier gerne challengen, dass es durchaus großen Anteil an Arbeitnehmenden gibt, für die das schwierig ist, rein sei es vom Mindset her oder auch von den Fähigkeiten her. Mhm.
kann man diesen Leuten dann eigentlich guten Gewissens empfehlen, verstärkt zum Beispiel Homeoffice zu machen, etc.? Ja, also man kann es ja grundsätzlich nicht verallgemeinern. Es gibt immer Leute, die etwas ein bisschen besser können als andere. Es gibt aber schon irgendwo Grenzen. Es gibt Leute, die haben ein sehr hohes Führungsbedürfnis. Ob sie das selber auch sehen oder einsehen oder nicht, spielt mir keine Rolle. Es gibt Leute, die haben das. Und die brauchen diese Führung. Die brauchen jemand, hier ein Stapel Papier, das machst du, wenn du fertig bist, kommst du wieder zu mir. Oder die wollen geführt werden und die fühlen sich auch wohl so, weil wenn ich einfach sagen würde, mach was Sinn macht bis heute Abend, dann wären die total nervös und wenn ich was falsch mache, dann haben wir fast ein Mini-Burnout. Oder? Also man muss den Führungsstil ein bisschen auf die Person anpassen. Es gibt aber Leute, die sehr gut mit dem zurechtkommen können, bis hin zu solche, die dann zu viel arbeiten, die dann zu Hause nicht mehr abschalten können. Jetzt mache ich das noch schnell, diese Präsi optimieren und dann noch was, dann sind sie um 11 Uhr abends immer noch am Arbeiten. Also es kann auch in die andere Richtung ausschlagen. Und als Teamleader muss man wirklich schauen, wer hat diese Reife, diese Seniorität, auch die Prioritäten richtig zu setzen. Das kann auch sagen, so jetzt ist 8 Uhr, Freitagabend, jetzt ist Schluss, oder? Das ist auch Prioritäten setzen, weil wenn das nicht warten kann bis am Montagmorgen, dann ist weiß sowieso nicht gut. Das sind so Sachen, wo man halt eben nicht pauschal sagen kann, sondern je nachdem, wie die Leute im Team sind. Wenn du ein Team übernimmst, dann hast du die Leute, die du hast. Dann musst du schauen, mit wem geht's und wo brauchst du vielleicht Hilfe, Kurse und wo geht's nicht. Es gibt Fälle, man kann nicht jedes lokale Team in ein virtuelles Team umwandeln und das geht immer mit allen. Da muss man halt helfen, innerhalb der Firma eine andere Rolle zu finden. Oder man versucht für den Mitarbeiter extern bei einer anderen Partnerfirma eine neue Rolle zu finden. Aber man kann die Leute nicht in virtuelle Teams zwingen, wenn sie es einfach überhaupt nicht wollen oder nicht können. Man kann vieles mit Schulungen machen, aber es gibt einfach Grenzen. Darum sage ich, dieses Virtual Team Skillset ist vor allem wichtig beim Hiring-Prozess. Die meisten Firmen haben einen Hiring-Prozess, eine Art und Weise, wie sie Leute einstellen. Und das ist der gleiche, egal ob es für ein Local Team oder ein Virtual Team ist. Das heißt, dem Virtual Team Skillset wird gar nicht Rechnung getragen. Und darum gibt es so viele Leute, die in der Probezeit im virtuellen Team wieder kündigen oder die sie bekommen ihre Kündigung, weil es einfach nicht klappt. Man kann ein guter Ingenieur sein und ein guter Buchhalter, aber das heißt nicht, dass ich mit dem virtuellen Kontext gut zurechtkomme. Und darum prüfe ich das explizit in meinem Job-Interview-Prozess, prüfe ich explizit in 3 Schritten das Virtual Team Skillset. Genau, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Noch kurz eine andere Frage dazwischen. Wie ist deine Erfahrung beim Führen von virtuellen Teams? Manager, die es gewohnt waren, vor allen Dingen lokale, präsente Teams zu führen, haben da viele davon auch Schwierigkeiten, plötzlich virtuelle Teams zu führen? Oder an was liegt es vor allen Dingen dann? Also ein paar von diesen nötigen Fähigkeiten, solche virtuellen Teams zu führen, hatten wir jetzt schon erwähnt. Mhm. Aber von denen, die es nicht schaffen, also an was liegt es dann oft? Also ich habe genau das in meiner Research auch herausgefunden, dass etwa 2/3 von erfahrenen Teamleadern oder People Manager beim ersten Mal, wo sie eine virtuelle Teamrolle haben, nicht erfolgreich sind. Das sind also nicht Junior, sie haben schon Manager, Teamleader-Erfahrung oder People-Management-Erfahrung. Aber wenn man den virtuellen Kontext nicht geschult bekommt, dann lernt man das dann halt on the go und dann kommt es halt oft zu einem Crash. Wir haben ja auch eines dieser Paper, die wir geschrieben haben, ist, wie kann ich mich als Teamleader auf meine Virtual Teamleader-Rolle vorbereiten? Ich selber, mal für mich selber, dann für die Infrastruktur und dann fürs Team und für die Communication Drivers License. Alle diese Schritte haben wir detailliert aufgelistet in einem Paper, weil genau wir halt wollen, dass wenn jemand zum ersten Mal ein Virtual Team führt, dass er dort nicht Schiffbruch erleidet. Wir waren schon beim Thema Rekrutierung und wie wichtig das ist und sicherlich ein Vorteil ist, wenn ich ein virtuelles Team neu aufbauen kann, dann kann ich natürlich entsprechend gleich versuchen, die Leute mit den richtigen Fähigkeiten einzustellen. Du hast von 3 Schritten gesprochen. Kannst du uns die bitte erläutern, wie du das machst? Ja, kann ich machen. Das erste Jobinterview mache ich immer, egal wenn die Person vis-à-vis wohnt, übers Telefon. Auch nicht Videokonferenz. Okay. Ich möchte mich nicht von irgendwelchen Stereotypen oder Hugo Boss Anzügen oder teuren Rolex-Uhren, was auch immer,
positiv oder negativ beeinflussen lasse. Ich möchte wirklich die Person hören und spüren, weil gerade wenn man im virtuellen Teamkontext arbeitet, und virtuell heißt übrigens nicht immer nur innerhalb in der Firma, mit den Kunden hat man meistens einen virtuellen Kontext. Also das ist viel häufiger der Fall, oder logisch. Oder schickt E-Mails. Ja. Also ja. Wie kann die Person sich am Telefon ausdrücken, nicht nur in einem Teamcall, sondern auch mit dem Kunden? Wie kommt der rüber? Kann er zuhören? Fällt er immer ins Wort? Das ist enorm wichtig. Darum mache ich das erste Jobinterview etwa 30 bis 40 Minuten rein übers Telefon. Da kann auch der Kandidat Fragen stellen zur Rolle, zur Firma. Einfach so, dass wir dann gemeinsam am Schluss entscheiden, machen wir weiter oder nicht. Das ist so dieser Verbal Communication Check. Ohne Körpersprache, ohne Parfüm, ohne Hugo Boss Anzug, egal was. Dann gebe ich ihm am Schluss 2 Fragen mit und bitte den Kandidaten, die in 2 Tagen per E-Mail zu beantworten. Sind eigentlich einfache Fragen und es geht gar nicht um die Frage selber. Es geht um was anderes, nämlich Attention Management. Heute hat ein Großteil der Knowledge Worker, also Leute, die regelmäßig mit Daten und Computern arbeiten, ein Attention Management Problem. Sie werden nämlich dauernd unterbrochen, in der Regel alle 3 bis 5 Minuten, durch irgendeine Notifikation auf dem Laptop, auf dem Handy, auf dem Tablet, und dann schaut man wieder hin, man wird dauernd unterbrochen. Und das führt dazu, dass die Leute am Abend fast ein Mini-Burnout haben und vor allem nichts mehr gebacken kriegen. Die Leute sagen, ich habe 10 Stunden Meetings gehabt und habe das noch gemacht und eigentlich habe ich nichts erreicht heute. Das sagen viele Leute. Sie fangen immer wieder an und stoppen wieder, machen was anderes, fangen wieder an, stoppen wieder, und so kriegt man eigentlich nichts gebacken. Und das ist heute extrem wichtig, und das prüfe ich explizit, indem ich den Leuten sage, bitte schicken Sie mir eine E-Mail und wiederholen Sie die 2 Fragen. Also ich sage ganz klar, wiederholen Sie in der E-Mail schon die Frage. In der E-Mail dann die Frage, ja? Ja, genau. Also ich sage ich stelle die Frage mündlich am Schluss des ersten Telefoninterviews und bitte Sie in der E-Mail dann die Frage zu wiederholen und maximum 5 Sätze. Dann die 2. Frage zu wiederholen und dann maximum 5 Sätze als Antwort. Weil es mir wirklich nicht darum geht, die Antwort selber, weil das kann man ja googeln, sondern wirklich, kann die Person zuhören? Und das tönt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, aber an dem scheitert es oft. Die Leute gehen aus einem Meeting raus und sagen, du, was muss ich jetzt machen? Hat nicht zugehört. Man hat WhatsApp gemacht, man hat E-Mails gemacht, Facebook, alles Mögliche, aber nicht zugehört. Und das killt ein Team, aber vor allem ein virtuelles Team sofort. Man kriegt nichts mehr gebacken, die Leute schreiben sich immer, du, was muss ich jetzt machen? Ich dachte bis Montag, du, Freitag habe ich nicht mitbekommen. Die Leute haben Mühe, sich heute in 10 oder 15 Minuten am Stück auf etwas konzentrieren zu können. Das ist aber essentiell für den Business-Erfolg. Und darum prüfe ich das. Und weil ich nett bin, sage ich es 2-mal. Ich sage es nochmals, also ich wiederhole, sie schicken mir eine E-Mail mit 2 Fragen, die ich Ihnen stelle, und jeweils maximal 5 Sätze als Antwort. Und ich sage immer auch, Sie müssen kein Literature Review für eine Research machen und alle Eventualitäten abhandeln. Einfach das Standard. Dann gehen Sie vom Normalfall aus. Und jetzt kann man sagen, für eine erwachsene Person ist diese Instruktion relativ einfach. Eine E-Mail, 2 Titel, die Frage, maximum 5 Sätze. Sollte jetzt niemanden wirklich überfordern. Über 60% der Leute fallen dort bei diesem Test raus. Die schicken Wahnsinn. E-Mails, ohne die Frage zu wiederholen. Der das dann liest, bin ja nicht nur ich, der weiß gar nicht, was die Frage ist. Und B, ich bekomme E-Mails, da musst du 6-mal nach unten scrollen. Und da siehst du, die Leute haben einfach, oder viele Leute haben heute Mühe, konzentriert sogar im Jobinterview, vielleicht macht er am Telefoncall auch noch was anderes, ich weiß es nicht, aber einfach eine einfache Instruktion. 2 Titel, 2-mal maximal 5 Sätze. Das überfordert heute schon viele, weil man einfach nicht mehr zuhören kann. Man kann auch, viele Leute machen auch keine Notizen. Und wenn er das im Jobinterview nicht kann, dann macht er das nachher bei deinen Meetings, sei es One-to-One-Meetings oder im Team-Meeting oder mit dem Kunden eben auch nicht. Dann hat der Kunde, ruft mir an, sagt, ja, ich habe was anderes abgemacht als der Mitarbeiter und so, und dann diese Sache, das gibt, jeden Tag gibt das Ärger. Und das ist dermaßen wichtig und zentral, dass ich das im Jobinterview prüfe. Interessanterweise, ich mache das jetzt seit gut 10 Jahren. Es ist unabhängig von der Seniorität oder vom Alter, sage ich mal. Also, es fallen etwa gleich viele raus im Alter 20 bis 30 wie 40 bis 50. Hat es in den letzten 10 Jahren zugenommen? Deutlich. Deutlich. Ja. Also als ich angefangen habe, so 2008 mit dem, da waren es etwa 40 bis 45%, und jetzt sind 60% im Schnitt, die dort schon rausfallen. Weil dann hat es auch keinen Sinn, weiterzumachen. So, das ist der erste Schritt. Telefongespräch, um die
Voice Skills zu checken, Kommunikation ohne Stereotypes und Zuhörcheck. Dann, wenn das E-Mail gut ist, machen wir ein Meeting über Videokonferenz. Auch wenn die Person vis-à-vis wohnt. Weil ich will sehen, kann er mit der modernen Technologie, die in virtuellen Teams zentral sind, umgehen? Kann er ein Screen-Share machen? Kann er wie auch immer? Ja. Und dort gibt es dann aber schon inhaltlich gesehen vertieftere Fragen zum Interview. Sind dann auch mehrere Leute im Team, die dann interviewen und so. Aber da wollen wir einfach sehen, kommt er mit der modernen Technik einigermaßen hin? Und wenn das dann auch passt, dann sind da noch vielleicht zwei oder drei Kandidaten, die werden dann wirklich vor Ort physisch eingeladen, dass man sie sieht, damit die auch das Office sehen können. So. Aber so sparen wir viel Reisezeit für nichts, viel unnötige Meetings, weil nach dem Call und dem Zuhörcheck fallen ja 60% raus. Das heißt, wir sind viel effizienter geworden im Einstellen und haben fast keine Wrong Hires mehr, seit wir diesen Prozess so durchführen. Spannend. Jetzt haben wir ja einerseits den Trend, es gibt immer häufiger virtuelle Teams in den unterschiedlichsten Ausführungen. Gleichzeitig beschreibst du aber, dass es immer weniger gibt, die eigentlich dafür geeignet sind in virtuellen Teams. Daher, und das ist jetzt so ein bisschen auch meine Abschlussfrage, glaubst du, diese Entwicklung wird anhalten, dass wir mehr und mehr in virtuellen Teams arbeiten, oder wird man aufgrund der Limitierung, die es dann ja vielleicht gibt, weil ich auch nicht die nötigen Leute finde mit den richtigen Skills, so ein Revival geben, dass wir irgendwann doch wieder alle zurück ins Büro gehen. Man merkt ja das überall, dann ist wieder etwas altmodisch, dann plötzlich ist es wieder modern, nicht nur in der Mode, sondern auch sonst. Dann wird wieder alles zentralisiert bei den großen Firmen, dann merken sie plötzlich, das macht es komplizierter, dann wird es wieder lokal in der Ländergesellschaften geben. Das ist so ein bisschen eine Modeerscheinung. Hier, glaube ich, hängt es einfach davon ab, wie sich auch die Welt entwickelt. Also es gibt ja nicht nur den Arbeitsbereich, sondern wie das Beispiel von der Hochschule Luzern, oder? Man musste die Stunden anders schieben, weil es ging nicht mehr von der Logistik her. Zu viele Menschen gleichzeitig im Bahnhof, oder? Die Leute hatten Angstzustände, also war wirklich zu viel. Es war wie an einem Karneval irgendwo, fühlt man sich komplett zu. Je nachdem, wie das mit der Bevölkerung geht, wie das mit dem Öko-Trend hingeht, oder? Weil virtuell ist umweltfreundlicher als nach Miami zu fliegen für 2-stündiges Meeting oder mit dem Auto und so. Also, da gibt es verschiedene Megatrends, die man beobachten muss, weil die haben dann auch einen Einfluss, was jetzt wieder gerade als modern gilt. Oder? Dann gibt es wieder möglichst viel im Büro, weil die Leute sagen, wenn jeder zu Hause ist, oder, und jeder arbeiten, wann er will, hast du keinen Teamspirit. Das ist auch in der Tat so. Darum mache ich oft so eine Hybridlösung. Ich habe so 2-3 Tage, wo wir einfach im Office sind, außer man hat einen Kundentermin, oder? Und 2-3 Tage, wo man vielleicht sagen kann, da kann man individuell schauen. Aber ich möchte schon, dass das Team sich auch trifft, dass sie auch miteinander Kaffee trinken können, dass sie Mittagessen gehen können, weil dieses Bonding, das dort stattfindet, ist enorm wichtig für den Zusammenhalt, dass man sich kennenlernt. Und wenn dann alle nur noch kommen und gehen, wann sie wollen, oder sich von irgendwoher einloggen, das ist gut, wenn es Sinn macht, aber nicht als immer so. Dann hast du wirklich keinen Teamspirit. Darum kann ich dir die Frage leider nicht mathematisch mit Ja oder Nein beantworten, sondern schau dir die Megatrends an, die ich erwähnt habe, und das gibt dann einen Hint, was jetzt gerade wieder modern sein wird. Ich glaube, am Ende des Tages, wie der Paracelsus gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Es kommt darauf an, auf den Job, auf die Situation. Meistens wird es eine Hybridlösung sein. Genau, also wird sich irgendwo in der Mitte einpendeln, je nachdem, auch nach Unternehmensumfeld. Aber umso wichtiger, und das ist, glaube ich, vielleicht auch noch als Fazit festzuhalten, ist es, seine Teammitglieder oder die Mitarbeitenden entsprechend fortzubilden, die richtigen Fähigkeiten, Skills beizubringen, auch um in virtuellen Teams entsprechend effizient und gut zu arbeiten. Völlig egal, ob das jemand einen Tag die Woche macht oder 4. Und viele von diesen Fähigkeiten braucht man ja selbst im normalen Umgang, wie wir gerade gehört haben. Genau. Also es braucht viel mehr Enablement und Verantwortung, weil man nicht jederzeit irgendjemandem fragen kann. Und das vielleicht auch nicht soll. Also wenn jemand schon 15 Jahre Berufserfahrung hat und muss für jedes Detail irgendeinen Chef fragen, dann macht das auch nicht wahnsinnig viel Spaß. Oder? Also ich glaube, es ist nicht nur für den Fakt des virtuellen Teams geschuldet, sondern auch, dass man die Leute empowert, dass sie motiviert sind. Ja, das ist mein Team und ich bin für diesen Bereich verantwortlich und da kann ich auch mal eine Entscheidung treffen. Das hat für die Arbeitsatmosphäre und für die Happiness des Mitarbeiters einen großen Einfluss. Wunderbar.
Wir werden deine diversen Papers dazu verlinken in den Shownotes. Da gibt es auch Trainings und Coaching und so weiter in diese Richtung. Also dann findet man dort auch deine Kontaktdetails. Beat, vielen Dank für deine Zeit. Bitte, bitte. War extrem spannend und ja, wertvolle Einsichten, aber auch Tipps. Alles Gute, privat und natürlich auch beruflich. Dankeschön. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wie hat dir diese Podcast-Episode gefallen? Ich hoffe, du konntest spannende und neue Erkenntnisse mitnehmen. Lass es mich wissen und schick mir eine Nachricht, am besten über mein Profil auf LinkedIn. Details dazu in den Shownotes. Das sind die schriftlichen Informationen bei jeder Episode. Und vergiss nicht, den Deloitte Future Talk zu abonnieren in deiner Podcast-App. Dann verpasst du auch keine weitere Folge. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.